Wie geil ist das denn? Autoraten, herzlich willkommen, meine Lieben. Welches Auto ist es? Natürlich Project Cars, das wissen wir, aber welches Auto? Es ist der Sauber C9 und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Project Cars hier natürlich auf der besten Rennstrecke der Welt. Ich wusste gar nicht, ob ihr wusstet, dass die Nordschleife in Project Cars dabei sein wird. Ja, sie ist es und wer auf meinem Kanal sich schon mal rumgetrieben hat, der hätte es auch schon bald da beinahe gemerkt, würde ich einfach mal sagen. So, jetzt guckt euch mal diesen Turbolader an, der hier rausguckt und dann auch vor allen Dingen, wo das Abgasrohr herkommt, direkt aus dem Turbolader an, einfach raus. Wo kommt das hier her? Guck mal, da kannst du dich sogar in Engine Engineering kannst du dich nachrüsten. Hier siehst du alles. Guckt euch das mal an. Was sind das? Ventile, Zündkabel und das ist der Zylinderkopf Mercedes-Benz aus Carbon, sieht man sogar. Also alles, alles, alles. Es sieht so gut aus. Es sieht so schön aus. Aber wir begeben uns in den Cockpit. Da ist es nämlich auch nochmal witzig. Ja, Entschuldigung, dass ich hier so schlecht rumkomme. Ja, okay, so witzig ist es gar nicht. Wir gehen mal lieber so in den Cockpit. In den Cockpit-Modus. Na, komm schon. So. Und dann wird es nämlich gleich witzig, wenn wir unterwegs sind. Und das passiert genau jetzt. Ich habe die Slick-Reifen drauf. Also das Setup auch ein bisschen geändert, was die Aerodynamik betrifft. Habe uns ein bisschen mehr Aerodynamik-Power gegeben, um einfach mehr aerodynamischen Grip zu erhalten. Ich meine, wir haben hier über 700 PS im Fahrzeug. 718 oder 720 circa. Das ist echt wirklich abgefahren und hier geht's richtig zur Sache gleich. Beziehungsweise jetzt schon. Und da brauchen wir einfach ein bisschen mehr Abtrieb. Das ist mir egal, wenn wir ein paar km/h auf der Dettinger Höhe verlieren. Hauptsache, wir kommen hier zwischendrin gut durch. Jetzt muss ich nochmal eben in die Außenperspektive, entschuldigt, um zu checken, ob ABS an ist, aber das sehe ich so gar nicht. Wartet mal. Da, so sehe ich das und ABS ist aus. Alles klar, jetzt kommt der Spiegel noch weg und jetzt kann es ganz normal weitergehen. Da stehen 280 drauf, 290, 300. Wir haben keinen sechsten Gang, also ist die Übersetzung recht gut gewählt, würde ich einfach mal sagen. Und da bleiben schon die Räder stehen. Müssen wir richtig aufpassen, dass wir keine Scheiße bauen, auch beim Rausbeschleunigen. Zweite Gang ist noch nicht an Vollgas zu denken, wenn man aus der Kurve kommt, gerade aus dem Arenberg raus nicht. Da schön nur den Zehennagel vom großen Zeh aufs Gas legen und dann kann man so langsam anfangen, Vollgas zu geben. Ach du Scheiße. Hier reißen wir uns gerade den ganzen Unterboden auf, glaube ich, wenn wir so die Curbs mitnehmen. Aber ich bin mir nicht sicher, ich habe meinen Sauber C9 schon lange nicht mehr, meinen echten schon lange nicht mehr über die Nordschleife geprügelt. Wird mal wieder Zeit. Ja, ich weiß ja nicht, ob ihr es wusstet, aber die Tage wurde der Termin angekündigt, der offizielle Release-Termin für Project Cars. Und das wird in den USA, glaube ich, der 18. sein, in Europa auf jeden Fall der 21. November. Das heißt, es sind noch natürlich jetzt mal vom heutigen Datum, je nachdem, wann ihr das guckt, sind es noch 2,5 Monate, die wir ausharren und aushalten müssen. Auch im dritten Gang echt noch vorsichtig mit dem Gaspedal hier. Ja, aber dann ist es soweit. Aston Martin kommt wahrscheinlich bis dahin auch noch komplett dazu, die 7 Autos. Zumindest gab es keinen Hinweis darauf, dass es einen DLC geben wird für die Aston Martins. Es gibt schon im Menü einen Hinweis. Unten rechts ist da so ein bisschen, ja, so ein Platzhalter für eventuell baldig downloadbaren Content. Also das ist auf jeden Fall schon gegeben, sag ich mal. Also das steht schon fest, dass in Zukunft noch DLCs und Add-ons irgendwie rauskommen werden. Zumindest wenn man so der Menüstruktur Glauben schenken mag. Thank you.
viel zu schnell. Ach du Scheiße. Alles kaputt. Ich habe gerade, müsste mal drauf achten, auf die Reflexion in der Scheibe vom Drehzahlmesser geachtet. Weil das, was da reflektiert wird, sieht da aus wie irgendwie, als würde man auf dem Parkplatz stehen. Man hat doch so Kopfsteinpflaster an der Asphaltgrenze. Ihr könnt da jetzt drauf achten, ich werde das vermeiden, ich werde da nie wieder drauf gucken, nur damit wir hier nicht sterben. Aber Hut ab, der geht schon gut ab, ey. Wirklich geil. Logitech G27 natürlich wieder in meinen Händen. Und hier Project Cars natürlich noch in der Alpha-Version. Noch nicht das fertige Spiel. This video footage does not represent the fully developed product. Egal. The final product. So, das macht doch mehr Sinn. Alter, wie langsam man denkt, wenn man hier mal so mit etwas schneller durch Stefan Bellows S will. Hupala. Ich habe übrigens das Gefühl, Project Cars ist... Ach du Scheiße. Ah, 360 fähig. Ja, das Gefühl habe ich, Project Cars ist 360 fähig. Nee, Project Cars ist ein bisschen leichter geworden, was die CPU-Auslastung oder die generelle Systemauslastung gibt. Jetzt habe ich gerade unser Getriebe gebumst, weil ich einfach meinen dritten Gang geschaltet habe. Na, es frisst auf jeden Fall nicht mehr so viel Kapazitäten vom Computer. Ja, also der schmilzt nicht mehr so die GPU, habe ich das Gefühl. Weil ich habe vorhin mal mit 20 Gegnern in der GT3-Klasse hier ein Rennen gestartet, weil ich einfach mal gucken wollte, wie fährt die KI und was macht das so. FPS-technisch gar keine Probleme, auch auf höchsten Einstellungen, das war nicht immer so. Aber halt, KI ist immer noch KI. Und da müssen wir nochmal sehen, wann das gepatcht wird. Ich denke mal, spätestens zum 21. November können wir dann die ersten KI-Rennen fahren. Boah, scheiße! Ich wollte gerade sagen, erfreulich wenig Blockieren der Reifen irgendwie durchs fehlende ABS. Aber scheiße, ey, ich muss vorsichtiger sein. Das gibt es nicht. Entschuldigt bitte. Ich will doch schön fahren. Aber es ist auch ganz realistisch, dass wir hier mal abfliegen, glaube ich. So ein Auto, 720 PS, massivst Downforce natürlich. Trotzdem können wir hier nicht voll pin durch. Liegt auch, glaube ich, ein bisschen an den Fahrwerkseinstellungen, die auch noch auf Standard sind, die ich nicht angepasst habe oder irgendwie versucht habe einzustellen. Fuchsröhre, mal gucken, dass wir diesmal links nicht ganz über den Curb ballern. Okay, ein bisschen. Aber vorhin haben uns ja, glaube ich, die komplette Frontschürze oder den ganzen Unterboden auch noch aufgerissen. Auf und ab und auf und ab gerissen. Up and down and up and down. Uah.
Nein, nein, nein! Spiegelkurve! Ah! Ich habe noch kein Wort über den Sound verloren, ne? Sound ist echt geil, finde ich. Klingt schön V8-ig. Ich höre allerdings nicht die fetten, riesigen Turbolader, die wir gerade schon gesehen haben. Und es gibt auch keinen coolen Blow-Off. Das gibt es nicht! Ah, Mann, ey. Ich bin ja immer froh über jeden Dreher, bei dem wir nicht einschlagen, ja? Und dann ist es noch am Stiel noch eine halbwegs realistische Chance, dass mir das in echt auch hätte passieren können und wir jetzt noch weiterfahren können, ja? Wenn ich da mit 300 gegen die Wand oder gegen die Bande bretter, dann bleibt nicht mehr viel vom Auto übrig und von mir im Zweifel auch nicht mehr. Deswegen gefällt mir das nicht so. Vielleicht ein bisschen unlogisch, dass ich dann ohne Schadenssystem fahre, aber ich möchte ja nun mal weiterfahren. Auch wenn ich einen Unfall gebaut habe. Ich baue ja keinen Unfall mit Absicht. Das sind ja meistens Unfälle. Gott, Leute, ey, was ist denn los? Kann ich schon wieder die Ausrede bringen, dass es spät ist? Ich meine, es ist spät. Wir haben, glaube ich, 2:30 oder so. Und ich müsste eigentlich schon lange im Bett sein, aber weil ihr so geil seid. Und weil es verdammt viel Spaß macht, nehme ich das hier natürlich noch auf. Aber ich muss meine mangelnden Fähigkeiten natürlich auf das schlecht ausbalancierte Auto schieben, weil ich kann da nichts für. Ich bin ja der perfekte Duki und der Allesfresser wollte ich gerade sagen, aber der Allesfahrer, der Alleskönner muss am Spiel liegen. Scheiß Engine, oh, mein PC ruckelt. Bin ich mal gespannt, wie der von außen klingt hier gleich. Das werde ich nach dem Video noch einbauen, beziehungsweise am Ende des Videos kriegt er dann nochmal 1-2 Ausschnitte, wo wir schön hören, wie das Ding durchzieht. Vielleicht hören wir von außen die Turbolader-Abpfeif-Geräusche. Das haben wir vorhin am Start auch nicht gehört, ne? Das waren die Duki-Arschwasser-Geräusche, weil ihm einfach mal der Arsch auf Grundeis gegangen ist. Schon wieder! Wir fahren ja nur 260. Das ist wie im echten Leben, ne? Wenn du einmal vom richtigen Pfad abkommst, dann ist vorbei. Dann ist es gelaufen. Jawohl, der Tünger Höhe. Nochmal ausdrehen, das Kerlchen hier. Hui, bringt einen ganz schön ins Schwitzen. Ich hoffe, diesmal kommen wir hier unter 7 Minuten immer ins Ziel. Ich denke aber mal schon, wir sind jetzt gerade bei 6 Minuten 10, 6 Minuten 11, 6 Minuten 12. Das könnt ihr natürlich nicht sehen, weil die Wiederholung ja da drüber sitzt. Das fällt mir aber erst in meinem Nachhinein ein und das ist immer ein bisschen blöd. 6 Minuten 20, 6, 21, 6, 22. Dürfte also reichen. 313, Spitze hier anscheinend. 14, 15. Bisschen übertrieben hier und überbremst quasi zu früh, viel zu früh reingebremst, sondern wir sind bei 40, 41, 42, 43, 44 und da seht ihr das auch, ist das Ding vorbei. Ich sage danke fürs Zusehen, schön, dass ihr dabei wart mit dem Sauber 10.9, alter Schwede, und hier nochmal, wie versprochen, die Wiederholung. Bis dahin, macht's gut, tschüss.